Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Might and Magic Teil 8 begrüßen zu dürfen. Ich habe mal so ein bisschen das Inventar angeschaut. Unter anderem hat unsere gute Elspeth, ich kann mir die Namen einfach noch nicht so richtig merken, auf jeden Fall hat sie einen Langdolch und der sollte, denke ich, ein bisschen besser sein. Ja, der ist auch ein bisschen besser, dann kann der verkauft werden. Du kriegst Funkenflug, könntest du lernen wahrscheinlich. Wissen ist Macht. Genau, ein neuer Zauber für dich. Du hast hier einiges noch zu identifizieren. Und außerdem haben wir die Geschichte des Gewölbes der Ewigkeit bekommen. Das lesen wir gleich. Da ist nichts Neues, das sind die Questgegenstände. Magie vertreiben, das ist ein Lichtmagie, aber ich bin mir nicht sicher. Können wir den schon? Davon brauchen wir mehr. Ja, okay. Das können wir also auf jeden Fall schon. Und du hast hier eine Hellebarde. Die Hellebarde zählt anscheinend als Speer. Und ja, macht doch um einiges mehr Schaden. Also das ist ziemlich... Mein Rucksack ist zu klein. Ja, ziemlich cool. Was war denn das jetzt? Bei Licht war das. Wir haben den Lichtpfeil und Magievertreiben entfernt Zauberauswirkungen von allen Kreaturen in Sichtweite des Zaubernden. Sowohl positive als auch negative. Ja, okay. Kann also gut sein, muss aber nicht gut sein. Gut, dann schauen wir uns noch das hier an. Geschichte des Gewölbes der Ewigkeit. An dem Ort, den wir in der heutigen Zeit als Rabenbucht kennen, befindet sich das Gewölbe der Ewigkeit, ein kurioses Relikt der Emberley-Dynastie, welche die südlichen Regionen der Küsten von Jadam in der Zeit von 342 bis 621 RE regierte. Der letzte amberlianische Imperator Thorn III, 589 bis 633 RE, war sich darüber im Klaren, dass sein Imperium langsam bröckelte. Aus diesem Grund ließ er seine Amtsinsignien in einen speziell konstruierten Gewölbe in Sicherheit bringen. Dort sollten sie bleiben, bis er oder seine Familie das Imperium wieder in seiner alten Größe hergestellt hatten. Nun, da die Aberlianer definitiv ein Teil der Geschichte sind, hat sich Thorns Schatzkammer zu einer Herausforderung für Schatzsucher entwickelt. Die magischen Siegel des Gewölbes haben aber bisher jeden Versuch widerstanden, sie aufzubrechen. Bis zum heutigen Tage ist Thorns Schatz den Blicken der Welt verborgen geblieben. So. Außerdem habe ich hier in diesem Gasthof mal ein bisschen gespielt gehabt. Und wir haben dann das erste Acromage-Spiel gewonnen. 1 von 11. Aber ich wollte ja auch noch ein Spiel mit euch machen und das machen wir in den anderen Dings hier. Außerdem sollten wir noch verkaufen gehen und verkaufen gehen und Dings natürlich. Da ist das Gasthaus. Nee, Taverne brauchen wir. Die war, glaube ich, hier oben. Das war da drin. Na, Taverne hier. Hier müssen wir hingehen. Wo war denn Stahl? Rüstungen waren hier, aber wir brauchen, glaube ich, Waffen. Das war hier. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass ich den jetzt gleich nochmal finde. Das war das Kuriositätsdingsbums. Das war Ivas Anwesen. Hä? Da habe ich aber Waffen. Ach, hier ist es. Okay, dann darfst du mal nochmal einen Zauber sprechen. Unsere Äxte sind die besten. Dann sind wir nämlich ein bisschen besser. Und dann heißt das, wir identifizieren mal ein bisschen was. Das geht leider nicht. Okay. In dem Fall schauen wir es uns gleich an. Den Dreizack, das habe ich, glaube ich, schon probiert gehabt, aber der war schlechter, genau. Der war schlechter. Die Streitaxt. Konntest du Streitäxte benutzen? Das kann ich nicht gebrauchen. Konntest du nicht? Nee, dann haben wir nichts damit zu tun. Dann haben wir hier noch eine Hellebarde. Ist das dieselbe, die du da schon trägst? Nee, ist es nicht. Die ist sogar ein bisschen besser. Das heißt, ja, ein bisschen mehr Schaden und auch höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Gefällt mir. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht.
Dann haben wir noch einen Speer. Aber ich glaube, die sind schlechter. Ich schaue es nochmal nach. Aber wesentlich schlechter. Okay. Der Langdolch hatten wir schon. Das Breitschwert brauchen wir, glaube ich, nicht zu schauen. Aber das hier hat ein Troll Claymore. Obwohl primitiv in Erscheinung und Schmiedekunst, sind diese von Trollen geschmiedeten Schwerter in starken Händen durchaus sehr effektiv. Naja, wir haben eine weniger Trefferwahrscheinlichkeit. Machen weniger Schaden, also Minimalschaden. Aber dafür wäre unser Maximalschaden erhöht. Ich glaube, das lassen wir mal. Dann bleiben wir mal so, wie wir jetzt hier sind. Unsere Äxte sind die besten. Und verkaufen das ganze Zeug mal. So. Du darfst den hier noch rüberschicken. Verkaufen. So. Rüstungen hat man ja keiner. Dann haben wir nur noch dieses Ding, wo noch identifiziert werden muss. Ja, das passt doch. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Dann. Taverne war hier unten irgendwo. Da war der Stall und ich glaube, dann müssten wir doch. War das hier die Taverne? Moment. Halt mal, die war da oben. Mist. Mist, Mist, Mist. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen verpeilt. Das hier ist er. Dann speichern wir mal ab. Dann gehen wir hin und spielen auch hier Agro-Match. Und das spielen wir jetzt mal zusammen. Wenn ihr es noch nicht kennt, ich gehe gerade mal mit euch die Regeln durch, falls ihr es noch nicht kennen solltet, aus dem Teil 6. 7 meine ich. Die Spiele werden mit dem Agro-Match-Spiel des Hauses ausgetragen. Wir stellen den Gegner, die Siegesbedingungen variieren je nach Gasthaus. Baut euren Turm, zerstört den Turm des Gegners oder sammelt ausreichend Ressourcen, bevor es euer Gegner tut. In die großen gelben Zahlen in einer Spalte stellen die Generatoren dar. Diese Zahlen geben an, wie viele Einheiten einer bestimmten Ressource euch in der nächsten Runde zur Verfügung stehen. Die kleinen schwarzen Zahlen in einer Spalte geben die Ressourcen selbst an. Sie zeigen, wie viele Einheiten einer Ressource ihr in dieser Runde verbrauchen könnt. Karten. Jede Karte benötigt bestimmte Ressourcen, um ausgespielt werden zu können. Diese sind in einem kleinen Kreis in der unteren rechten Ecke der Karte angegeben. Die Kosten werden von euren Ressourcen entsprechend der Farbe der Karte abgezogen. Mit einem Linksklick wird die Karte ausgespielt, mit einem Rechtsklick wird sie abgelegt, ohne ausgespielt werden zu sein. Rot stellt euren Siegelgenerator dar, der Siegelressourcen erzeugt. Blau den Magiegenerator, der Edelsteinressourcen erzeugt und grün den Monstergenerator, der Monsterressourcen erzeugt. Die Siegesbedingungen hier sind, hier beginnen die Agromite-Spiele für jeden Spieler mit einem Turm von 20 und einem Wall von 5. Das Ziel ist es, einen Turm von 50 oder eine Ressource von 150 Einheiten zu erreichen oder den Turm des Gegners zu zerstören. So, jetzt haben wir hier, das ist unser Turm, den müssen wir auf 50 bringen. 50 war es, glaube ich. Das ist unser Schutzwall, der schützt den Turm. Und hier ist der Gegner auch, also auch sein Schutzwall und sein Turm. Entweder wenn der Gegner den Turm auf 50 bringt, hat er gewonnen. Wenn wir den Gegner den Turm auf 0 bringen, hat er verloren. Also Gegnerturm auf 0 bringen, hat er verloren. Wir den Turm auf 50 bringen, haben wir gewonnen. Und der Erste, wo hier diese Ressourcen auf 150 waren es, glaube ich, bringt, die haben auch gewonnen. So, da sehen wir jetzt auch unsere Sachen hier. Die roten, die Magie, keine Ahnung, Magie und Rekruten. Wir bekommen hier immer 2, 2, 2. Das heißt, 7 haben wir im Moment. In der nächsten Runde hätten wir dann 9. Und so weiter. Und dasselbe mit dem Gegner. Wenn wir Schaden machen, wird es normalerweise von den Turm, von denen hier abgefangen. Das heißt, hier zum Beispiel 6 Schaden, du nimmst 3 Schaden, dann würden wir jetzt 6 Schaden am Turm machen, an den Wall machen. Dann wäre 5 Schaden, der Ding wäre weg. Wir hätten noch einen Schaden übrig, der würde auf den Turm gehen. Das heißt, der Wall beschützt das ganze Ding. Hier könnten wir jetzt einen 8 Tor machen und einen Kerker hochkriegen. Kerker ist, glaube ich, das Grüne hier. Dann hätten wir hier 3. Können wir aber nicht machen, weil wir dafür 14 Edelsteine brauchen und wir hätten im Moment nur Dings.
So, wir können im Moment keine machen. 6 Schaden. Wir nehmen 3 Schaden. Ich mach das mal. Ach, nee, dann habe ich sie weggelegt. 7 Schaden an alle Türmer. Alle Spieler verlieren Magie. Finde ich jetzt nicht so gut. Ich mach mal das ja dann. So, wir kriegen 7 Turm hier. Dann haben wir 27, verlieren aber 10 Siegel. Wir haben nur 2, das heißt, das bringt eigentlich relativ viel sogar. Und da können wir jetzt Schaden am Feindturm machen. Machen wir das mal, dann kriegt der nämlich Schaden. Egal, ob dieses Ding hier, ihr wisst schon. Das gefällt mir nicht so ganz so gut. Ey. 4 Schaden. Wir machen 4 Schaden. Das heißt, seine Wall geht runter und sein Turm geht runter, aber unser Wall geht auch plus 3 ein bisschen nach oben. Das ist doch auch gar nicht mal so schlecht. Da machen wir unseren Turm hoch und kriegen eine Magie dazu. Das heißt, wir kriegen in der nächsten Runde 3 Magie. Das ist doch auch nicht schlecht. Hier machen wir unsere Wall wieder ein bisschen hoch und dürfen gleich nochmal spielen. Haben aber kein Dings. Müssen eine neue Karte abwerfen. Ja, verlieren 3 Rekruten. Im Moment sieht es nicht ganz so gut aus. Ich habe keine so besonders guten Karten. 3 Turm nochmal hoch. Aber da wir kein Wall haben, geht aller Schaden, den er macht, quasi auf unser Ding drauf. Aber da können wir auch nicht so was dagegen machen. Guck, der hat fast gewonnen hier. 10 Schaden, Feind verliert 5 Rekruten plus minus 1. Ja, das ist auch nicht so gut. Falls Wall ist größer als der Feindwall. 3 Schaden, sonst 2 Schaden. Feind verliert 10 Edelsteine. Du gewinnst die Hälfte. Ja, okay. Ja, das werden wir wahrscheinlich verlieren. Der wird wahrscheinlich den Turm schneller hochkriegen als wir. Und ich kann halt im Moment leider nichts groß machen. Ja, jetzt hat er gewonnen. Er hat seinen Turm hochgekriegt gehabt. Und so müssen wir quasi alle 11 Spiele gewinnen eigentlich. Die Magie aller Spieler wird an die des Spielers mit der höchsten Magie angeglichen. Die Magie, ja, ich glaube mit der höchsten Magie, das sind wir, wird an den Spieler mit der höchsten Magie angeglichen. Ah, nee, das bringt uns im Moment überhaupt nichts. Es wäre gut, wenn der Gegner mehr Magie hätte als wir, dann könnte man das machen, um es anzudingsen. Da kriegen wir eine Magie, 3 Turm und ein plus 1 Feindturm. Das heißt, dem sein Ding steigert auch, aber wir steigern unseres Zeug hier. Minus ein Kerker. Und zwar, ja, das ist irgendwie blöd. Plus 5 und der Feind verliert 6 Siegel, das ist gut. 2 Kerker ist auch gut, kriegt man nämlich mehr Kreaturen quasi. Wir machen unser Wall hoch und gewinnen Edelstein, das ist auch ziemlich cool. Und hier können wir machen, wir machen das hier, 8 Turm und ein Kerker. Kriegen wir in der Runde noch mehr von den Dingern hier. 12 Wall, wir machen unseren Wall hoch. 8 Turm, das ist auch ziemlich gut, dann haben wir bald gewonnen. Falls der Wall unserer größer, ja, sonst, ja, wir machen mal. Falls der Feindwall ist größer als 0, 10 Schaden. Ja, was soll's. Eine Magie. Immer gut. Magie ist relativ wichtig mit den Dingern. Das vergesse ich. Das verpeile ich jedes Mal wieder. Das hier wäre nicht schlecht.
So, jetzt können wir das machen. Damit haben wir 53 den Turm und wir haben dadurch gewonnen. Schön, oder? So. Und damit haben wir zwei Tavernen fertig. Und das finde ich ziemlich cool. So, ich gehe mal ganz kurz beim Tempel vorbei, weil wir noch Gift oder was die gute Frau da hat. Unser Heiligtum steht euch offen. So, du darfst auch geheilt werden, dann bist du nämlich wieder voll. So. Unser Segen sah euch gewiss. Speichern. Gut, wo gehen wir jetzt hin? Ich hätte gesagt, wir bleiben ja hier. Entweder gehen wir nach Norden oder wir gehen hier nach Süden. Wir gehen mal nach Norden, hätte ich gesagt. Da hatten wir auch ein paar Gegner noch. Die Wölfe kamen mir relativ stark vor. Aber wir waren auch ziemlich geschwächt, muss man auch dazu sagen. Das hat nicht ganz so gut geklappt gehabt. Auge läuft noch, das ist auch gut. Speichern wir mal. Und dann schauen wir uns einfach hier mal ein bisschen weiter um. Da haben wir auch noch weitere Häuser hier. Die haben wir vorher auch noch gar nicht gesehen gehabt. Hier haben wir die... Jetzt ist doch tatsächlich das Auge ausgelaufen. Ist mir unbekannt. Ey, hört auf zu schießen. Ja, die kommen nicht näher, oder? Ich würde nämlich eigentlich ganz gern in den Nahkampf gehen. Wow, was ist denn das jetzt hier? So, wir gehen in den Nahkampf ran. Ork! Das ist mir nicht bekannt. Ach du Schande, ich lade nochmal durch, das müssen wir neu machen. Uff. Die sind aber echt, echt heftig. Wir machen es nämlich dann von hier. Das ist der Krieger und das sind die ganz normalen Zentauren. Okay. Das sollten wir vielleicht auch eher Ding noch machen. Giftwolke oder sowas. Und nicht einfach nur dieses Ding machen. Das war die Giftwolke. So. Ja, die ist schon ziemlich cool. Vor allem, dass man die so früh hat, finde ich ziemlich heftig. Woher soll ich und das die wissen? Sollten eigentlich jetzt kein so großes Problem mehr sein. Hoffe ich jedenfalls. Hoppala. So, sind wir jetzt im Nahkampf. Ich glaube, Nahkampf sind wir nämlich eindeutig besser. So, dann gehen wir einfach so in Nahkampf. Eieieiei. Wow, die kloppen uns ganz schön runter hier. Ich komme gar nicht mehr mit Heilen hinterher. Ja, wie gesagt, ich komme gar nicht mehr mit Heilen hinterher. Die sind doch schon, ja, kann man schon. Okay, den Hammer. So, ich würde sagen, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück hier. Da wäre jetzt ganz gut, wenn wir Körpermagie-Dings hätten. Wenn wir Körpermagie auf Experte schon hätten, aber das habe ich ja dummerweise verpeilt.
Zu einfach. So. Da drüben ist nochmal einer. Die Blümchen kommen mit. Du kommst mit. So. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt hier wenigstens mal ein bisschen aufgeräumt. So ein ganz, ganz kleines bisschen jedenfalls. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich mach mal Doppelspeed rein. Und wir rennen nochmal zum Tempel runter. Ja, also die sind doch schon relativ heftig. So, Doppelspeed raus. Unser Heiligtum steht euch offen. Geheilt, wird geheilt, wird geheilt. Unser alle Segen wieder gut. Sah euch hatten wir eigentlich auch irgendwelche Schutzzauber? Ich glaube, das hatten wir noch nicht wirklich. Das war Funkenflug, das ist ja der neue. Naja, aber auch nicht so, nee, das ist nicht so prickelnd. Und du hattest, glaube ich, heilen, Schwäche heilen. Ja, Körperresistenz könnte man machen. Aber wir sind noch so. Wahrscheinlichkeit erfolgreichen erhöhen oder. Ja, das ist so eine Dings. Ja, Segen ist nicht schlecht. Sollten wir aber auch auf. Ja, Seele sollten wir hoch machen. Das ist nämlich nicht schlecht, dann treffen wir nämlich besser. Im Moment geht es aber halt nur auf, wie soll ich sagen, einzelne Gruppenmitglieder. Da müssen wir ein bisschen in Experte wird's auf die gesamte Gruppe gehen und so müssten wir den Zauber auf das ganze Ding sprechen. Aber da wir auch nicht besonders stark in Seele sind, obwohl wir haben 3. Ja, aber trotzdem, ja, da müssen wir mal schauen. Oh, und wir können noch trainieren gehen, sehe ich gerade. Okay, das sollten wir vielleicht machen. Oder sollten wir da tatsächlich hier weitergehen? Also ich denke, wir sind auf jeden Fall im richtigen Gebiet, dass es hier auf jeden Fall weitergehen würde. Also, dass man hier weitermachen sollte. Also, dass wir nicht in dieses Schattensumpf, glaube ich, heißt es, in dieses Gebiet reingehen sollten. Ich denke, das würde schon so passen. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir da weitermachen. Wahrscheinlich einfach mal weiter die Gegend erkunden, vielleicht die eine Quest mit den Wölfen noch machen und vor allem in dieses zu den Schmugglern gehen, in der Hoffnung, dass wir da dann auch die fehlenden Zutaten noch kriegen und dieses Öldings und danach würden wir wieder zurückgehen zu den Dolchinseln, die 2 Quests abgeben und Körpermagie und so weiter lernen, was wir dann alles noch haben und Platte auf Experte bringen. Ja, so Zeug halt. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.